So, hallo zusammen. Ja, neue Folge Diablo 3 Season 13. Ihr seht, steht hier am Webportal. Ich habe hier auch noch ein bisschen was umgelegt. Auf die 1 Sprung, auf die 2 Aufpflanzen, auf die 3 Erdbeben und zuletzt Kriegsschreie. Im Hintergrund ist durchgegen Elite-Gegner für den Sprung, dann aufstampfen und zu den Erdbeben. Und dann mal schauen, Ziel ist es auf jeden Fall jetzt erstmal generell durchzukommen. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das denn so läuft. Das ist mein wichtigster Jodportal, glaube ich. Das war der Sprungangriff. Noch nicht bereit. Na ja, mal schauen. Naja. Hat hier ja jeweils auch, glaube ich, eine gute Zeit. Toll. Euer Fleisch ist schwach. Schon, irgendwie habe ich mich hier schon verlaufen. 99 Zentner soll ich hier noch erfüllen. Ich brauche mehr Zeit. Fleisch ist schwach. Oh. Also um das wieder schaffen zu können, muss ich dann auf jeden Fall die Kleine investieren. Die Vorfahren sind mir heute. Okay, dann kann ich einfach das Ziel, den Schwan noch zu erreichen. Die Leitstufe. Nicht bereit. Von der Zeit zur Vorbereitung. Ihr habt gegen mich keine Chance. Die sieht nicht so gut aus. Geht noch nicht.
Und hier brauche ich dann die. Bleiben nur 92 Sekunden. Lass mal gucken, was das so war. Okay. Wir müssen mindestens ein Ziel erreichen. Die ist schon mal schlecht. Ich kehre in die Stadt zurück. Okay. Ich glaube, da muss ich mich nochmal schlau machen. Das hat jetzt leider erstmal nicht so geklappt. Das wollte ich nochmal ein bisschen ändern. Das war aufstampfen. Ich möchte aber wieder Erdrutsch. So. Habt ihr mit Orek gesprochen? Noch nicht. Was sagt man zu einem Geist der Nephalem? Ich nehme an, man beginnt die Unterhaltung mit einem Hallo. Mal gucken, ob ich so mit klarkomme. Ja, wenn nicht, muss ich die nochmal umlegen. Aber dann mal gucken. Wir müssen einmal durch. Wir müssen auf jeden Fall einmal durch Akt 3. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo war es denn? Genau, wir brauchen Wandteppich aus Ariad. Okay. Also auf zu Akt 3. Da muss ich mir, glaube ich, selber mal angucken, wie das mit dem Z-Portal dann am besten läuft. Hier ist man mit GOM anfangen. Vor 20 Jahren wurde Baal auf die Welt losgelassen. Er belagerte Sechoron, die Hauptstadt der Barbaren. Durch Hinterlist gelang es ihm, die Kammer des Weltensteins vorzubringen. Die drei Urahnen, Talik, Madak und Korlik, zu umgehen. Schließlich gelang es ihm, dieses wichtige Artefakt zu verderben. Und zwar wurde Baal von Helden getötet, aber Schaden ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Noch nicht bereit. Ich muss den mit ihm nehmen. Das wird uns nichts. So, auf der 1 brauche ich definitiv aufpumpen. Ich muss auch stampfen.
Ja, man ist ja so einiges gewohnt. Ach, brauchen wir nicht. Die Variante. So, auf 2 kann Erdrutsch. Dann nehmen wir die 3 Aufladungen. Ich glaube, die sind ganz gut, das kann da bleiben. Erdbeben auf der 3 kann auch bleiben. So. Der Erzengel Tyrael schmetterte den verderbten Weltenstein, damit die Dämonen ihn nicht benutzen konnten. Doch bei dieser Explosion wurde auch der Area zerstört. Und es blieb von ihm nur ein gewaltiger Krater. Die Barbaren, die nun nichts mehr zu beschützen hatten, zerstritten sich und begannen ziellos umherzuziehen. Mittlerweile findet man sie überall im Norden in den... Okay, wir haben nichts Schönes dabei. So, bitte gucken, wo ich gerade mit dem Netz jetzt. Okay. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ich gewinne an Kraft. Und dann ist das nicht vergangen. Yeah.
spürt meine Hand. Ist ja auch echt aufgefallen, dass wir die So 16 Ball noch. Seht euch vor. Sie kreisen jetzt schon seit Stunden. Zeit. Okay. So, den Pullen gegangen, da müssen wir ja einmal was tun, ne? War jetzt nicht zwangsläufig die beste Idee, ne? Meine Hiebe vernichten euch! Ja. Noch nicht bereit! Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht! So, das wird es mir kurz hin. Aber das letzte Mal finde ich das schon richtig, wie man natürlich eine richtige Anzeige zu machen. Ist es mein Blut? Noch nicht bereit. Einen Sprung aufpflanzen. Und noch mehr geben. Das ist ja auch noch mal ein bisschen Zeit aufnehmen. Mal kicken.
Goblin. Wo ist er? Gut, habe ich ihn. Haben wir gesehen, noch nicht. Hm, toll. Ich brauche mehr Zeit. So. Wo haben wir den Goblin gehört? Das geht noch nicht. Da. Ein Goblin. Ein Ring. Verdammt. Auf jeden Fall haben wir hier den Aufstehenfall schon mal alle fertig. Wird zu einem Ort, der nicht existiert. Die brennenden Höhlen zeichnen nicht verantwortlich für die Dinge, die dort vor sich gehen. Okay. Okay, das ist nicht das Reich der Gier. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einen haben, der wahrscheinlich an einen dieser ungewöhnlichen Orte führt. Okay. Die Vorfahren sind hier. Sieht das dann schon. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Gibt es hier noch ein paar Bosse. So, ich muss hier jetzt erstmal hoffentlich ablaufen. Ich weiß noch nicht, wo wir jetzt könnte, wenn wir schon mal hier sind. Das geht noch nicht. Ihr habt gegen mich keine Chance. So, sehr schön. Das ist also für ein paar leckere Tüten. Vulkatos, führt meine Hand. So. Ich gewinne an Kraft. Boah, verdammt. Ich muss noch ein wenig länger sein. Aua, aua, aua. Noch. Das ist ja nicht schlecht. Ich brauche mehr Zeit. Ja, aber das in der Stärkung. Gegen mich keine Chance. Ich war auch nicht, ich habe neue Kraft geschöpft. Das ist bereit. Das geht noch nicht. Zurück in die Hölle, Hund. Und ich werde nicht gehen, ne? Vorfahren gewähren mir Stärke. Niemand hält mich zurück.
Verständlich, dass das in den Höfen vorkommt. Davon werde ich noch lange erzählen. Das geht noch nicht. Die Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. So, da haben wir auf jeden Fall gesehen, was mit einem Ausdruckzeichen. Ich bin schwer verletzt. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt tatsächlich jetzt ziemlich alles abgelaufen. Niemand hält mich zurück. Ich habe neue Kraft geschöpft. Niemand hält mich zurück. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Jetzt kommen wir zu dem Bruder mit dem... Aufzeichen. Schwingt die Hufe! Ja, okay, der guckt mich nicht. Noch nicht bereit. Das geht schon nicht. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen langsam und hier ein bisschen mehr. Wenn wir die Hände die Hände haben, dann müssen wir die Hände haben. Die ja, sehr schön auf jeden Fall. Da wir mit dem anderen auch fertig waren, können wir dann gleich zum nächsten. Hat jetzt natürlich ein bisschen unerwartet Zeit gekostet, das heißt die Folge wird wohl etwas länger. So, dritte Gegner auf der ersten Ebene. Den Hampelmann. Okay, der Hampelmann ist auch schon vor. Ich wollte das kommen, kann man. Okay, da sind wir fertig, dann auch zum letzten, der letzte Barbar.
der mich dann hier teleportiert. Das geht noch nicht. Nee, ich muss mich erholen. Es geht zu Ende. Das kann ich leider nicht tun. Ich bin geheilt. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Ja, Follow. So, befreit, 2 von 3. Wo sind die? Ich glaube, ich bin die 3 befreit. Okay. Ausgezogen, um die Vernichtung des Ungeziefers in Secheron fortzusetzen. So, quatsch mal mal. Wir hatten keine Ahnung, dass dieser Kassier habt euch. Okay, die Wachen der Bastion geht zur Tür zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Vielleicht mache ich es jetzt so, dass ich am Anfang jeder Folge erstmal versuche, wie das Setportal zu machen. Belohnung. Mal gucken. Hier habt ihr alle Kopf. So, dann schauen wir mal. Ein Deutsch, toll. Ich kann nichts mehr aufheben. Okay. Dann gucken wir mal, was Tante diese hat, wenn ich sie gerade finde. Ja. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen, sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. So, ich brauche auf jeden Fall mal... Vergesst nicht, dass ich das Glück... Das kann ich mir nicht leisten. Das hat sich mal gar nicht gelohnt. Naja. Manchmal mal so. So, was haben wir denn hier... 90 Essenz, 80% zu verlangen, okay. Eigentlich nicht schlecht, reduziert aber deutlich den Schaden. Ring. Ja, der, wenn er gesagt wird, ist vielleicht. Na, mal gucken. Die Waffe bringt auf jeden Fall nichts. Naja. Litanei der Unvergossenen. Okay. So, na, das soll es auf jeden Fall dann mal für die Runde gewesen sein. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Schauen und fürs Kommentieren und Liken. Bis dahin. Bye, bye.